Guten Morgen und herzlich willkommen zur Marktanalyse mit Max, präsentiert von XTB Online Trading. Mein Name ist Max Wienke und ich bin Marktanalyst hier bei Xtrade Brokers in Frankfurt. Wir kommen wie immer zum obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden und ich betone an der Stelle, dass ich hier keine Handelsempfehlung ausspreche. So, wir haben gesehen, dass der japanische Yen gestern eine sehr starke Abwertung erfahren hat. Deswegen schauen wir gleich mal auf das Paar, Dollar-Yen. Aus Versehen hier umgekehrt geschrieben. Wir haben gesehen, dass es aber eben eine gewisse Divergenz gibt zwischen dem japanischen Yen und sicheren Anlagen. Das heißt, Gold steigt, T-Note erfährt auch eine höhere Nachfrage und der Dollar wertet hier eben ab. Also hier gibt es eben letztendlich Divergenzen, die darauf hindeuten, dass der japanische Yen eben seinen Status als sicheren Hafen verlieren könnte. Vieles hängt natürlich auch mit der inländischen Wirtschaft zusammen und eben auch den Folgen des Coronavirus. Details folgen gleich. Und in dem Zusammenhang gucken wir uns dann eben auch mal die verschiedenen Edelmetalle an. Das letzte Mal haben wir über Silber gesprochen als interessante Alternative zu Gold. Wir haben aber auch gesehen, dass beispielsweise Platin eine schöne Aufwertung erfahren hat. Korrigiert aktuell ein bisschen. Gucken wir aber gleich mal, ob es da vielleicht nicht nochmal die Chance gibt auf der Oberseite. Ansonsten Euro-Dollar und Pfund-Dollar. Da könnte es vielleicht dann nochmal im Laufe des Tages nochmal zu einigen Bewegungen kommen. Wir fangen erstmal an mit dem japanischen Yen, Dollar-Yen. Sie sehen es schon, bei der gestrigen Tageskerze gab es einen unglaublich starken Anstieg. Der japanische Yen hat eben kräftig abgewertet. Das war der stärkste Anstieg seit 6 Monaten und wir haben eben hier den höchsten Stand seit Mai 2019 erreicht. Grundsätzlich, wenn wir nochmal in eine kleinere Zeiteinheit rüber wechseln im Stundenchart. Da haben wir gesehen, dass sich dass sich sozusagen das schon so ein bisschen angebahnt hat, dass die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden könnte, etwas oberhalb der 110er Marke. Wir haben aber eben gesehen, dass sich diese Aufwärtsbewegung immer weiter beschleunigt hat und bisher konnte diese Abwertung des Jens auch nicht gestoppt werden. Das heißt, im großen Bild haben wir natürlich einmal hier diesen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gehabt, der letztendlich, also wir haben einen klaren Ausbruch erlebt. In den Tagen davor gab es immer wieder mal so wieder Zweifel, ob der Markt letztendlich nochmal Kraft hat für den Anstieg, ob er vielleicht nicht nochmal in die Seitwärtsbewegung reinkommt. Letztendlich gab es hier eben ein ganz klares Signal und im Stundenchart war das eben auch eigentlich ein ganz schöner Trade. Zumindest gab es da jetzt nicht so viele Schwingungen, sage ich mal, Fehlsignale oder eben ein Zögern, sondern es hat sich eben kleinschrittig immer so ein Anstieg angebahnt und die Aufwärtsbewegung hat sich immer weiter beschleunigt. Das heißt, im Wochenchart, das sollte man natürlich jetzt auch berücksichtigen, haben wir eben letztendlich diesen Abwärtstrend natürlich nicht nur umgekehrt, sondern eben mit diesem Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase haben wir eben auch wichtige Widerstände überwunden und das Wichtigste ist natürlich jetzt hier das Verhalten an der 1,12er Marke. Da hatten wir ja Anfang 2019 und eben bis in den April rein natürlich einige Kursbewegungen gesehen. Da hatte sich dieser Widerstand gefestigt. Man hat hier eben so ein Double Top und das wäre jetzt übergeordnet sozusagen die Hürde, worauf sich die Bullen natürlich dann konzentrieren werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat dazu geführt, dass der Yen plötzlich so stark abwertet? Wir haben natürlich gesehen, dass die makroökonomischen Daten sich aus Japan immer weiter verschlechtert haben. Und es gab natürlich jetzt eben auch einige Risiken im Zusammenhang des Coronavirus. Der verbreitet sich natürlich nicht nur in China, sondern es gibt eben auch erste Meldungen, dass eben natürlich auch außerhalb Chinas hier die ersten Fälle weiter auftauchen. Beispielsweise in Japan gibt es jetzt 2 Todesfälle im Zusammenhang mit diesem Kreuzfahrtschiff, was ja immer wieder in den Medien präsent war, das Thema. Und das ist eben ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die japanische Wirtschaft, weil die japanische Wirtschaft letztendlich möglicherweise auf eine lange Rezession zusteuern könnte. Und das ist eben letztendlich der Faktor, der dazu führt, dass der japanische Yen als sicherer Hafen eben nicht mehr so attraktiv ist, sprich der Dollar wertet auf.
Wir müssen jetzt eben natürlich berücksichtigen oder mal schauen, ob das eben jetzt nachhaltig ist oder ob sich das nach dem Virus widerlegt, sprich, ob der Dollar, ob der japanische Yen sich da eben wieder fangen kann. So, für die Trader natürlich, die kurzfristig unterwegs sind, im 4-Stunden-Chart. Ja, wir hatten hier immer wieder die Versuche auf der Oberseite. Das heißt, wir hatten ja immer so eine kurzfristige Aufwärtstrendstruktur. Höhere Tiefs, höhere Hochs. Allerdings war das immer nicht so ganz nachhaltig, aber diesmal hat es eben geklappt, der Ausbruch nach oben. Die Anstiege natürlich deutlich stärker, als das viele erwartet hätten. Aber es ist natürlich jetzt eben auch eine schwierige Lage für diejenigen, die eben noch nicht drin waren oder noch nicht drin sind. Deswegen, man sollte natürlich jetzt eben auch mal beobachten, wie sich das so entwickelt. Also die 1,12er-Marke auf der Oberseite, extrem starker Widerstand. Ja, aufgrund des Ausbruchs ist das natürlich ein Ziel, was man natürlich noch vor Augen hat. Andererseits gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der Markt oder das Paar natürlich korrigiert. Und da könnte man eben die Fibo-Retracements nutzen. Das heißt, ja, die ersten, eine Korrektur ausgehend von dem Hoch hier, es wäre natürlich wünschenswert, dass der Markt, sage ich mal, im Bereich der 38,2% oder bis 50% hier in diesem Bereich nochmal korrigiert. Das wäre natürlich von der Markttechnik ideal, um sich diesen Aufwärtstrend nochmal anzuschließen. Aber in der Regel ist es natürlich so, dass sowas natürlich nicht wie im Lehrbuch immer erfolgt. Dementsprechend muss man dann eben auch mal schauen, in kleineren Zeiteinheiten, ob überhaupt erstmal korrigiert wird und wenn korrigiert wird, ob es da vielleicht eben nochmal eine Einstiegsmöglichkeit gibt. Ja, es kann auch sein, dass der Stundenchart beispielsweise aufzeigt, dass wir hier schon bei 23,6% vielleicht irgendwie eine Bodenbildung haben oder vielleicht irgendwie ein bullisches Engulfing ausbilden oder ähnliches. Auf sowas würde ich achten. Momentan auf der Oberseite wäre ich aber wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil wir natürlich extrem viel Strecke zurückgelegt haben. Ja, das heißt, bei dem Paar wäre ich erstmal neutral und würde erstmal beobachten, ob der Markt eben nochmal hier in einen interessanten Bereich nochmal runterkommen könnte. Und dann könnte man eben noch mal überlegen, ob man da sich noch mal diesem Trend anschließt. So, das heißt, ich habe es gerade schon angesprochen, der Yen verliert seinen Status als sicheren Hafen und dementsprechend gucken wir jetzt eben auch noch mal auf andere sichere Hafen. Wir haben das letzte Mal, für diejenigen, die vielleicht nicht da waren, kurz das zusammengefasst. Wir haben uns den Silberpreis angeschaut. Der Silberpreis hat eben eine sehr starke Underperformance aufgewiesen in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten wieder. Sie sehen das hier, einmal Silberpreis in Schwarz-Weiß, Goldpreis in Blau hinten hinterlegt. Sie sehen eine extrem starke Divergenz oder zumindest ein Riesengap. Und dieses Preisgap, ja, ist natürlich sozusagen ein Handelsansatz, dass das eben irgendwann mal geschlossen wird. Ja, das heißt, der Silberpreis muss nachlegen oder der Goldpreis muss eben mal wieder nach unten korrigieren. Früher oder später kann es ja zumindest zu einer kleinschrittigen Anpassung kommen. Dementsprechend müssen wir dann eben mal schauen, ob der Silberpreis sozusagen ja dann nochmal aufwerten könnte. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass die Bedingungen ganz gut waren für einen Long. Das hat sich eben hier auch als richtig erwiesen. Es gab eben einen Ausbruch an einem wichtigen Widerstandsbereich. Wir haben auch gesehen, dass das Volumen mitgespielt hat. Das heißt, kräftige Anstiege wurden durch ein höheres Volumen auch bestätigt. Das ist immer wichtig. Es kann ja auch sein, dass beispielsweise wenig Aktivität da ist und dadurch dann durch, sage ich mal, große Positionen, dass der Markt da, sage ich mal, in Anführungszeichen künstlich nach oben getrieben werden könnte. Das war nicht der Fall und dementsprechend haben wir eben hier den schönen Anstieg gesehen. Das erste Kursziel haben wir erreicht im Bereich der 18,30 Dollar ungefähr und das nächste Kursziel wäre dann eben hier im Bereich der 18,60 oder eben auch hier im Bereich der 18,85. So, interessant in dem Zusammenhang ist auch nochmal der Platinpreis. Platin ist natürlich auch immer ein Edelmetall oder ein Metall, was natürlich immer ja, beobachtet wird. Wir gucken mal kurz auf den Tageschart. Das heißt, hier gab es eben auch eine sehr, sehr schöne Bodenbildung. Wir haben gesehen, dass die Bären eben nicht in der Lage waren, den Druck da letztendlich zu erhöhen. Es gab viele lange untere Schatten und das war eine sehr, sehr gute Grundlage für eben einen Ausbruch auf der Oberseite aus dieser Seitwärtsbewegung. Das Problem ist, dass wir aber hier eben ein wichtiges Hoch eben noch nicht überwinden konnten. Das heißt, nach einer zweitägigen
Gewinnserie. Korrigiert der Markt jetzt hier heute im Intraday-Handel? Also müssen wir mal gucken, ob diese Verluste jetzt nachhaltig sind oder ob der Markt sich da eben nicht nochmal, ja, ob der Markt da nicht nochmal versucht, nach oben eine Chance wahrzunehmen. Wir haben natürlich einige Unterstützung, die ein bullisches Szenario supporten. Das heißt, wir haben den 10er EMA auf Tagesbasis. Sehr kurzfristiger EMA, aber ich denke mal, wenn man hier sich nochmal diesen Kursverlauf anschaut, ist das eben etwas, was man durchaus nutzen kann. Ansonsten das lokale Hoch vom 6. Februar, ja, das ist das, was wir ja gerade so testen. Da sollte man aber wieder mehr Kaufinteresse sehen. Ansonsten könnte sich die Stimmung eben weiter verschlechtern. Aber aus der kurzfristigen Perspektive wäre also dieser Bereich zwischen diesem Hoch und bis zu diesem 10er EMA eine gute Grundlage, um vielleicht nochmal ja, nach Longs eben Ausschau zu halten, muss man dann eben mal schauen, ob eben auch die Nachrichtenlage mitspielt, sprich, ob eben ja, die Anleger weiterhin verunsichert sind und vielleicht sich dazu entscheiden, weiter in sichere Anlagen rüberzugehen. Müssen wir mal schauen. Es ist natürlich auch so, dass wir hier eben ein tieferes Hoch ausbilden. Das wäre natürlich etwas, was den langfristigen Aufwärtstrend natürlich in gewisser Weise in Frage stellt. Aber der Trend bleibt natürlich noch intakt. Das heißt, wir brauchen mehr Umkehrsignale, vielleicht auch Umkehrformationen, ja, im großen Bild. Ansonsten bleibt das Basisszenario eben weiterhin bullisch. Ansonsten im Vergleich zum Goldpreis, das ist natürlich immer so die wichtige Benchmark, weil man natürlich immer wissen will, ja, wie performen andere Edelmetalle, wie performen andere Metalle gegenüber eben diesem Goldpreis. Und da haben wir eben auch gesehen, dass hier eben ja, der Platinpreis natürlich noch einiges aufzuholen hat. Wir können uns auch noch mal kurz den Silberpreis hier einfügen, in Gelb. Ja, das heißt, wir sehen hier, Silber ist letztendlich der größte Underperformer. Dementsprechend könnte der vielleicht eben auch das größte Aufwärtspotenzial haben. Gold vielleicht eben überkauft in kurzfristigen Zeiteinheiten. Aber wir sehen natürlich auch, dass beim Gold, wenn wir hier nochmal uns das vor Augen führen im Monatschart, da haben wir eben letztendlich auch alle wichtigen Widerstandsmarken überwunden. Ja, das heißt, dieser Ausbruch hier oben, der scheint nachhaltig zu sein. Wir haben ja in diesem Monat natürlich einige Rückgänge erlebt, aber die waren eben nicht nachhaltig. Und jetzt notiert der Markt eben auf der Höhe ja, seines Monatshochs beziehungsweise nahe eines 7-Jahres-Hochs. Ja, das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Grundlage für weitere Gewinne. Müssen wir mal schauen, ob der Goldpreis eben letztendlich hier nochmal, ja, zumindest den Abstand zum nächsten großen Widerstand eben verringern kann. Und das wäre eben die 1800-Dollar-Marke. Ja, das heißt, hier könnte sich das durchaus nochmal beschleunigen. Müssen wir mal schauen. Bei Rücksetzern gibt es aber auch viele Unterstützung. Das heißt, Oberseite des Bullish Trendkanals, hier diesen Bereich, den wir ja bereits in dem Monat verteidigt haben, und natürlich die 1600-Dollar-Marke. So, beim deutschen Leitindex haben wir heute im vorbörslichen Handel aufgrund der höheren Eröffnung schon mal ein Allzeithoch gesehen, schwächelt aber zu Beginn der europäischen Sitzung. Und wir gucken wir jetzt mal kurz drauf, ja, was da eben so passiert ist, um ja, die letzten Kursbewegungen so ein bisschen einordnen zu können. Das heißt, auf Wochenchartbasis, ähnlich wie ich das gerade beim Goldpreis beschrieben habe, wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen näher ran. Das heißt, wir haben wir eben in dieser Woche einen schlechten Start erwischt. Ja, wir hatten ja einige Rückgänge. Die Rückgänge konnten wieder ausgeglichen werden. Und gestern hatten wir eben hier auch wieder die Gewinnzone erreicht. Auch das war eine gute Grundlage für weitere Gewinne. Da können die Bullen aber bisher noch nicht so ganz dran anschließen. Dementsprechend müssen wir jetzt eben mal schauen, ob der Markt vielleicht eben hier ja, sich vielleicht eben seitwärts bewegt, vielleicht nochmal eine Korrektur nach unten vornimmt. Aber im großen Bild bleibt eben auch der Markt ganz klar bullisch eingestellt. Und aufgrund dieser Fibo-Erweiterung, basierend auf der Rallye seit Ende 2018, haben wir eben hier ein potenzielles Kursziel oberhalb der 14.000-Punkte-Marke. Ja, das ist die erste Fibo-Erweiterung, 123,6%. Im 4-Stunden-Chart, da haben wir eben das letzte Mal auch ein bisschen drüber geredet. Das heißt,
Wenn man die Marktgeometrie berücksichtigt, das heißt, wenn wir eben das Ausmaß der ersten Abwärtskorrektur berücksichtigen vom Februar und diesen Umfang eben auf die aktuelle Lage projizieren, da haben wir gesehen, dass das Ausmaß der Korrektur eben nicht groß genug war, um diesen Aufwärtstrend hier nochmal umzukehren. Der Markt kam relativ nah dran, aber der Markt konnte eben sich auch recht schnell wieder fangen. Es gab lange untere Kerzen im 4-Stunden-Chart und danach ging es eben wieder weiter in Richtung lokaler Widerstände. Das heißt, wir haben hier seit einigen Tagen so ein Oszillieren um die Oberseite des bullischen Trendkanals und haben jetzt eben hier nochmal das Gap geschlossen. Es reichte für einen Allzeithoch, das sieht man vielleicht ein bisschen besser hier im Stundenchart, aber das war eben nicht so wirklich nachhaltig. Die Grundlage für die gestrigen Anstiege und eben auch für das höhere Hoch oder das neue Allzeithoch von heute Morgen, das war eben hier dieser Doppelboden, den wir eben dann vorgestern ausgebildet hatten. Am Abend gab es eben wieder erste Anstiege, positive Signale und danach konnte man eben auch sich zumindest hier wieder in diesen mehrtägigen Konsolidierungsbereich eben zurückkämpfen. Das ist der Bereich zwischen 13.710 Punkten ungefähr auf der Unterseite und oben bei 13.780 bis 90 Punkten. Und in diesem Bereich stecken wir eben weiterhin fest. Das heißt, Range Trading ist erstmal angesagt, solange eben kein Ausbruch erfolgt. Wenn aber eben ein Ausbruch erfolgt, das heißt entweder Ober- oder Unterseite, dann könnte es eben wieder zu einer stärkeren Bewegung kommen. Und solange so ein richtungsweisender Impuls eben ausbleibt, wäre ich da eben auch relativ vorsichtig. Das heißt natürlich, wir haben es gesehen im Wochenchart, spricht das Ganze für weitere Anstiege, aber es ist eben auch der Wochenchart. Das heißt, auf Wochenbasis oder ich sag mal in einer kleineren Zeiteinheit, jetzt im Stundenchart, kann natürlich da einiges passieren innerhalb einer Woche oder möglicherweise in den nächsten Wochen. Das heißt, man sollte sich jetzt hier nicht hier verkrampfen und letztendlich sich so stark darauf fokussieren, dass der Markt auf jeden Fall nochmal ja, ein höheres Allzeithoch oder ein Allzeithoch sieht in den nächsten Stunden, sondern flexibel bleiben, beobachten, ob die Chancen sich verbessern für einen Ausbruch nach oben oder nach unten. Und dann kann man eben gucken, ob man sich hier eben entsprechend positioniert. Ja, sprich, ob sich hier eben die Chancen dann verbessern, für die Ober- oder Unterseite. Ich bin momentan neutral eingestellt, Schrägstrich eben Range Trading. Aber wir müssen jetzt eben mal gucken, ob man da eben vielleicht ja nochmal diesen Aufwärtstrend übergeordnet ja fortsetzen kann. Ansonsten droht eben ein Rücksetzer. Und wenn wir über Rücksetzer sprechen, dann können wir auch nochmal ja nochmal auf den 4-Stunden-Start Chart zurückkommen. Das heißt, wenn wir diese Marktgeometrie nochmal berücksichtigen und nochmal sie ein bisschen anpassen, das heißt, solange wir nicht unterhalb der 13.640 Punkte schließen. Das würde auch mit diesem Unterstützungsbereich hier eben übereinstimmen. Solange bleibt der Markt auch kurzfristig bullisch eingestellt, hat aber, wie gesagt, ja, einigen Spielraum für Korrekturen. Das heißt, innerhalb dieses Rechtecks müsste der Markt dann sich irgendwann fangen und dann eben nochmal den Aufwärtstrend aufnehmen. Sollte das eben nicht möglich sein, wir würden hier unten per Schlusskurs eben sozusagen hier runterfallen, dann wäre der Markt, dann hätte, würde der Markt eben hier Abwärtspotenzial freisetzen. Und im Wochenchart haben wir ja gesehen, erste Anlaufstelle 13.640 Punkte, das ist das, was wir gerade beschrieben haben. Und danach könnte dann eben auch der Bereich um die 13.500 Punkte eben wieder dann in den Fokus rücken. Aber wie gesagt, das wäre auch für die langfristige Perspektive erstmal kein Drama, weil wir eben auch nochmal in diesem langfristigen Aufwärtstrendkanal dann eben bleiben. So, beim Nasdaq haben wir auch gesehen, die Stimmung verschlechtert sich eben so ein bisschen.
Stimmt, T-Note wollte ich auch noch zeigen. Ja, ich habe es ja gerade eben einfach schon mal erwähnt. T-Note erfährt eben auch wieder eine Nachfrage und das sorgt eben dafür, dass es eben hier wieder die Hoffnung gibt auf eine Trendwiederaufnahme. Wir stecken hier in so einer Dreiecksformation fest. Ist grundsätzlich nur ein Fortsetzungsmuster. Dementsprechend, solange das eben hier auch intakt ist und die heutigen Gewinne gehalten werden können, gibt es eben nochmal die Chance, dass wir hier die lokalen Hochs nochmal angreifen. Danach wäre der Markt dann Richtung 31,80, dann wäre der Weg dann Richtung hier in diesem Bereich frei. Ansonsten muss man dann eben mal schauen, ob auch diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie eben auch dann letztendlich gehalten werden kann. Beim Nasdaq haben wir ja eben, wenn man jetzt eben uns nochmal vor Augen führt, was eben ja bei dem Coronavirus so passiert, die Wall Street scheint eben hier diese Sorgen so ein bisschen abzuschütteln. Das heißt, die Wall Street, ja, letztendlich scheint hier so ein bisschen unbeeindruckt zu sein von dem, was eben hier in China und eben jetzt auch in einigen Nachbarländern natürlich passiert. Das heißt, wir gucken uns nochmal hier im Tageschart die aktuelle Aufwärtsbewegung ein bisschen näher an. Das heißt, die Rückgänge, die wir ja eben Ende Januar gesehen haben aufgrund der Meldung um den Coronavirus, diese Rückgänge waren relativ bescheiden, 3,8, ein bisschen mehr vielleicht Prozent. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Und diese Rückgänge konnten auch sehr, sehr schnell wieder ausgeglichen werden. Wir hatten ja diesen Ausbruch aus diesem absteigenden Dreieck. Das heißt, ja, das war ein Trendfortsetzungsmuster. Wir haben uns dann eben wieder kleinschrittig, zumindest nach hier diesem kräftigen Anstieg, wieder dann weiter nach oben arbeiten können. Und wir bewegen uns jetzt eben auch schon seit einiger Zeit wieder in der oberen Hälfte dieses bullischen Trendkanals. Ja, das heißt, die Stimmung ist grundsätzlich gut. Es gibt natürlich immer wieder, sage ich mal, Tests der Oberseite für einen Ausbruch. Da hat es dann noch nicht so ganz gereicht. Aber ich denke mal, dass solange wir eben hier auch in dieser oberen Hälfte uns da aufhalten, stehen die Chancen ganz gut, dass wir eben nochmal neue Allzeithochs sehen, möglicherweise dann in den nächsten Tagen oder eben auch in den nächsten Wochen. Wir müssen aber eben auch gucken, ob sich nicht mehr Umkehrsignale abzeichnen in kleineren Zeiteinheiten. Und da gucken wir nochmal auf den Stundenchart. Das heißt, ja, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, Seitwärtsbewegung hier, Markt wurde zurückgeworfen. Das war letztendlich kein Drama, weil der Markt, ja, weil stärkere Rückgänge ausgeblieben sind. Der Markt konnte sich relativ schnell fangen und auch wieder die 50-Stunden-Linie zurückerobern. Das hatte ich ja so als möglichen Triggerpunkt, ja, erwähnt, damit der Markt wieder sozusagen in den bullischen Modus, in den klaren bullischen Modus eben wieder umschwenkt. Und das hatte eben hier eben auch letztendlich gereicht, neues Allzeithoch erreicht. Und jetzt gibt es eben hier einige Anzeichen von Schwäche. Also solche Anzeichen von Schwäche, das kennen wir ja bereits, das ist ganz normal. Aber wir müssen eben gucken, ob aus diesen Schwächeanzeichen eben da nicht mehr resultiert. Ja, also beispielsweise aus so einem Bearish Engulfing und einem darauffolgenden tieferen Hoch müssen wir jetzt eben mal gucken, ob da eben vielleicht nicht mehr Abwärtsdruck folgen könnte. Aber man könnte sogar hier mit so einer vielleicht SKS-Formation ja nicht so ganz vielleicht argumentieren, vielleicht mit der Nackenlinie, vielleicht hier unten, obwohl die hier so ein bisschen schräg wäre. Also Chartmuster werden natürlich nicht immer wie im Lehrbuch ausgebildet, aber solche Kombinationen, ja, beispielsweise aus Umkehrsignal, tieferes Hoch und dann vielleicht eben einem Ausbruch auf der Unterseite bei einem wichtigen Unterstützungsbereich. Das wäre hier eben bei 9.690 Punkten eben hier beispielsweise der Fall. Danach könnten die Bären eben einen Vorteil haben und den Markt natürlich weiter nach unten drücken. Solange wir aber nicht ja, aus diesem Trendkanal hier rausbrechen, bleibt das Basisszenario eben, dass man Korrekturen und Dips eben kauft. Und wir notieren ja eben auch in der Nähe des Allzeithochs und dementsprechend ja, ist die Stimmung letztendlich weiterhin gut an der Wall Street. Wir kommen jetzt nochmal zum Euro-Dollar und zum Pfund. Beim Euro-Dollar haben wir gesehen, dass wir eben die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt haben. Das heißt, im Wochenchart haben wir hier eben den tiefsten Wert seit April 2017 erreicht. Und wir sehen eben auch, dass es bisher
wenig Anhaltspunkte gibt für eine Kursstabilisierung. Wir haben auch darüber geredet, dass natürlich die Unterseite dieses Trendkanals eine erste Anlaufstelle wäre und dass es da vielleicht wieder mehr Kaufinteresse gibt. Ich wäre aber wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil wir letztendlich bei Longs ganz klar gegen den Trend handeln würden. Selbst wenn natürlich in kleineren Zeiteinheiten überverkaufte Bereiche natürlich ja, erreicht worden sind, wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil es ist natürlich so, dass wir, ja, wenn wir uns das eben nochmal so ein bisschen genauer vor Augen führen, erstens für eine Kursstabilisierung ist relativ viel Zeit notwendig. Und das Problem ist, dass der Markt natürlich immer wieder zurückgeworfen wird. Das ist natürlich ein Problem, wenn man eben letztendlich versucht, ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Das heißt, man muss den Stop letztendlich, wenn man long einsteigt, eben deutlich tiefer setzen. Und man muss eben immer mit Rückschlägen einerseits natürlich ja, muss man natürlich, sowas muss man eben auch irgendwie berücksichtigen. Und auf der anderen Seite sollten die Erwartungen eben auf der Oberseite auch nicht zu hoch sein. Aber ja, dennoch, es gibt eben einen neuen Stabilisierungsversuch. Auch wenn hier im heutigen Intraday-Handel nochmal ein tieferes Tief erreicht worden ist. Das heißt, das Basisszenario bleibt eben ein weiterer Rückgang. Aber kurzfristig würde ich mich darauf fokussieren, dass der Stochastik-Oszillator mit 200 Perioden, dass der eben diese 20er-Marke überwindet. Ich habe das schon mal ein paar Mal aufgegriffen. Das ist letztendlich, man funktioniert den Oszillator um zu einem Trendfolgeindikator. Das heißt, solange dieser Bereich, diese 20er-Marke eben nicht von unten nach oben wieder durchbrochen wird, wäre ich mit Longs sehr, sehr vorsichtig. Wenn wir aber in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen hier einen Durchbruch erleben, dann könnte man eben, sage ich mal, zunehmend wieder optimistischer sein und dann vielleicht eben auf eine Aufwärtskorrektur spekulieren. Dafür ist aber eben noch einiges notwendig und wir brauchen natürlich eben auch Nachrichten und Daten, die da eben letztendlich mitspielen. Wir haben ja gesehen, dass die ZDW-Konjunkturerwartungen nochmal deutlich enttäuscht haben. Können wir auch nochmal ganz kurz drauf schauen. ZDW-Konjunkturerwartung deutlich stärker zurückgegangen als erwartet. Wir hatten also einen Rückgang von 26,7 auf 8,7 Punkte. Und das ist eben hier eine sehr große Enttäuschung gewesen und ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass eben hier dass das Vertrauen angeschlagen ist aufgrund der Folgen des Coronavirus. Wir haben auch gesehen, dass der Herstellungsindex der Fed aus New York positiv überrascht hat, deutlich mit 12,9 Punkten. Dementsprechend gab es hier auch auf der Datenseite keine wirklichen Argumente für Longs und am Mittwoch war es eben relativ ruhig, wobei eben hier die Erzeugerpreise eben auch nochmal angezogen sind. Das heißt, mehr Preisdruck ist eben etwas, was natürlich für den Dollar spricht. Und ja, wir müssen jetzt eben mal gucken. Also ich sag mal, ein von der technischen Perspektive signalisierter überverkaufter Bereich reicht natürlich nicht aus, um eine Trendumkehr einzuleiten, auch in der kurzfristigen Perspektive. Deswegen wäre ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig mit Longs und würde eben eher nochmal schauen, ob der Markt vielleicht sich nochmal ansetzt für einen weiteren Rückgang. Und wir müssen eben gucken, ob sich da vielleicht nicht mal die Aussichten für die Eurozone so ein bisschen verbessern könnten in den nächsten Tagen oder Wochen. Erster Anhaltspunkt wäre das Sitzungsprotokoll der EZB, das wird heute Mittag veröffentlicht. Da wird man eben noch mal nach ein paar Hinweisen Ausschau halten. Wird wahrscheinlich kein Market Mover sein, aber ist natürlich wichtig, um zu sehen, ja, einfach noch mal so ein paar Details zu sehen, wie letztendlich die Zentralbanker da die Lage einschätzen und vielleicht bekommt man da eben noch mal ein paar Hinweise ja, zu der künftigen Geldpolitik und den Ansichten hinsichtlich der Inflation und der schwachen Industrie in Europa. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass sich natürlich letztendlich das wiederholen wird, was wir bereits kennen. Ja, aber wie gesagt, leichte Hinweise, Verbesserungsmöglichkeiten, sowas in der Art, das könnte vielleicht etwas stützen. Müssen wir mal gucken. Abschließend kommen wir zum britischen Pfund. Das britische Pfund konnte die 1,19
30er-Marke nicht halten. Es gab einen regelrechten Kampf eben um diese Marke. Das heißt, wir hatten hier eben mal einen Ausbruch auf der Unterseite, haben uns dann wieder zurückkämpfen können. Aber letztendlich wurde hier eben diese übergeordnete Abwärtstrendlinie respektiert. Der Markt ist dann wieder nach unten gedreht und jetzt testen wir eben hier schon die nächste Marke, die 1,29er-Marke. Die befindet sich etwas oberhalb der 200-Tage-Linie auf EMA-Basis. Und das heißt, spätestens hier sollten die Händler eben wieder eine Reaktion zeigen. Ansonsten könnte es eben ja sehr unschön werden für das Paar. Das heißt, wenn wir hier eben möglicherweise ein höheres Tief ausbilden könnten oder eben auch einen Doppelboden ausbilden könnten, wäre das eben nochmal eine sehr schöne Grundlage für das Pfund. Nochmal ja, die Chance zu nutzen auf der Oberseite. Wenn das aber eben nicht passiert in den nächsten Stunden, ja, dann könnte sich eben die Abwärtsbewegung sogar noch weiter beschleunigen. Und dann wären wir dann hier wieder im Bereich der, oder was potenzielle Kursziele angeht, im Bereich der 1,2780 oder eben auch weiter darunter. Ja, also hier könnte man eben auch nochmal schauen, wie die Pfundhändler da eben reagieren. Kurzfristig für Shorts, also ich denke mal, Short ist erstmal noch das Basisszenario. Deshalb würde ich vielleicht nochmal gucken, dass wir im 4-Stunden-Chart an die 1,2940 rankommen. Da wäre eben der EMA mit 10 Perioden zu finden. Ja, das ist immer sozusagen, das ist EMA, die ich immer ganz gerne nutze zur Orientierung. Wird immer wieder angelaufen, ja, egal wie stark der Trend ist. Das heißt, wenn wir in diesem Abwärtstrend, in dem wir uns ja befinden kurzfristig, wenn da eben eine Aufwärtskorrektur vorgenommen wird in Richtung 1,2940 ungefähr, wäre das nochmal eine gute Chance, um den Markt abzuverkaufen. Aber wie gesagt, ja, man muss eben gucken, nicht, dass der Markt eben hier technisch eben so einen Doppelboden ausbildet oder eben vielleicht auch ein leicht höheres Tief. Das hängt aber eben auch, wie gesagt, davon ab, ja, was dann die Daten bringen. Und da gibt es natürlich auch nochmal so ein Schlüsselevent, was dann darüber entscheiden könnte, ob wir eben nochmal nach unten ausbrechen oder vielleicht eben einen Abpraller sehen. Und das ist eben hier der Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen jetzt um 10:30 Uhr. Ja, da wird es eben hier nochmal zu einiger Volatilität kommen. Mal kurz gucken. 10:30 Uhr Einzelhandelsumsätze. Müssen wir mal schauen. Also gestern haben wir gesehen, dass sich die Gesamtinflation ja beschleunigt hatte, stärker als erwartet. Und jetzt gibt es eben hier nochmal die Chance, ja, man muss eben gucken, ob das Pfund sich da vielleicht nicht nochmal erholen kann. Andererseits muss man eben gucken, inwieweit eben der Dollar da eben auch seine Stärke beibehalten könnte. 14:30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wird wahrscheinlich kein Market Mover sein. Aber müssen wir dann eben, ja, ist natürlich immer ein Datenpunkt, den man berücksichtigen sollte. Insbesondere, wenn es darum geht, dann den US-Arbeitsmarkt zu bewerten. Um 17 Uhr gibt es dann nochmal den DOI-Bericht zu den Rohöllagerbeständen. Es wird ein kräftiger Anstieg der Lagerbestände vorhergesehen. Also muss man dann eben mal schauen, das könnte eben den Ölpreis belasten. Ölpreis oder die Ölpreise, Brent und WTI, hatten ja eben hier versucht, sich zu erholen. Und das könnte vielleicht eben nochmal ja, sozusagen die Erwartung auf der Oberseite so ein bisschen dämpfen. Ja, muss man mal schauen, um 17 Uhr, was dann eben dann die offiziellen Zahlen der US-Regierung dann so liefern. Nächster Termin ist dann wieder am kommenden Dienstag. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, und wünsche Ihnen bis dahin viel Erfolg bei Ihren Trades. Machen Sie es gut.